Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich für euch etwas ganz Besonderes, ja. Und zwar möchte ich erst eine kurze Sache sagen. Und zwar wurde im letzten Video etwas über meine Kamera bemängelt. Und ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist. Ich hoffe. Ich habe die Auflösung jetzt von 720 auf 1080 hochgestellt. Werden sehen, ob es jetzt besser ist. Ansonsten bin ich einfach zu lost, um diese scheiß Einstellung zu bedienen. Aber naja. Gut, wir sind heute natürlich wieder in Minecraft und keine Sorge, Kronwolfi, eure Videos kommen natürlich auch noch, aber ich habe jetzt diese Mod hier gefunden und ich finde sie einfach absolut genial und deswegen möchte ich sie auf jeden Fall jetzt vorstellen. Worum geht es in der Mod? Nun ja, ihr seht, ich kann euch kurz zeigen, wir haben hier ein bisschen Create-Stuff mit dabei und so, also nichts Besonderes. Ja, wir sind hier momentan in einer kleinen Base. Ja, hier haben wir ein paar Öfen, ganz normal und. Ja, sieht eigentlich ganz schick hier aus, ne? Ja. Aber ihr seht vielleicht schon, das sieht doch irgendwie aus wie eine Art Luftschiff, oder nicht? Und wenn wir jetzt mal hier an die Reling gehen und hier mal runterschauen, dann seht ihr auch, oh, wir sind ja sogar in der Luft. Ja, denn diese Mod macht es möglich, Luftschiffe zu bauen. Und jetzt nicht, ja, Info vorab, ich habe das Schiff nicht gebaut, das haben wir einkopiert, aber dann. Umgeändert. Und warum ist da noch Wolle? Ja gut, das machen wir gleich weg. Aber ihr seht, man kann coole Sachen damit bauen und sie fliegen lassen. Also sprich, dieses Ding fliegt gerade. Und wenn, ich kann ja mal kurz. Und als kleines Beispiel, dass das auch wirklich fliegt, kann ich euch diese kleinen Hüte hier geben, die gebaut wurden. Denn ihr könnt sie nämlich komplett steuern und rumfliegen. So wie ihr wollt. Eigentlich ziemlich lustig. Eigentlich ziemlich funny, wenn ihr mich fragt. Ja. Gut, wir parken das Schiff mal wieder hier. Wir dürfen das Schiff jetzt natürlich nicht zu viel bewegen, denn wir sind hier auf dem Server. Und es haben sich ein paar Leute hier ausgelockt, deswegen will ich das Schiff jetzt mal nicht wegbewegen. Beziehungsweise ich kann es wegbewegen, aber muss es dann wieder hierhin bewegen. Also ich kann euch das auch nochmal hier mitzeigen. Ihr könnt dieses Schiff steuern, wie ihr lustig seid. Also sprich. Suchen wir mal gute Engel hier. Am besten. Genau, so. Ihr seht, wir können das Schiff hier bewegen, drehen, hin und her fliegen, rauf, runter fliegen. Es ist einfach krank, was diese Mod machen kann. So, ich zeige euch gleich mal, wie das funktioniert. Und passt auf, Leute. Diese Mod macht nicht nur es möglich, Luftschiffe zu fliegen. Nein. Diese Mod ist eine komplette Physik-Mod auch noch mit drin. Also sprich, wenn wir jetzt hier noch mehr Blöcke draufbauen würden, würde das Schiff schwerer werden und es natürlich dann auch nach unten sinken. Aber wenn ihr jetzt diesen Control-Block hier zerstört, den ihr hier seht, dann passt mal auf. Das Schiff fällt runter und ja. Hüpft noch irgendwo weiter ins Tal. Aber ihr seht, das Ding hat Physik. Es hat immer noch Kollision, ihr könnt immer noch drauf rumlaufen. Natürlich jetzt zwar umgekehrt, aber. Ja, gut, wir tun mal ganz kurz wieder hier oben Steuerin platzieren, dass das Ding wieder in die Luft kommt. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir es richtig rummachen. Das müsste, glaube ich. Ja, hier. So, und wow! Schon stellt sich das Schiff wieder hin. Ja, ziemlich funny auf jeden Fall. Aber jetzt ist der Steuerer natürlich falsch rum. Lass uns das nochmal wegmachen. So. Gut, dann lasst uns mal ganz kurz wieder rüberfliegen in unserem Hut. Und das Coole ist, es gibt einen Cruise-Mode. Das heißt, wenn ich jetzt C drücke, während ich W gedrückt hatte, kann ich jetzt hier einfach drauf rumlaufen, während sich das Schiff bewegt. Das heißt, ihr seht, ich gehe hier vom Schiff runter. Das Schiff fliegt immer noch. Und das ist noch nicht alles. Obwohl sich das Schiff bewegt, könnt ihr immer noch Sachen draufbauen, platzieren. Ihr könnt mit Items interagieren. Ja, mit Items sage ich schon, mit Öfen, mit Barrels. Ihr könnt Items reinlegen. Das ist einfach der Wahnsinn. Ihr könnt Farmen hier draufbauen und, und. Und jetzt mal kurz überlegen, wo müssen wir überhaupt hin? Ach, da ist er. Wir müssen darüber. Ja, Schiff, falsche Richtung. Ja, wenn ihr einmal vom Schiff halt während der Cruise Mod an ist, das Schiff hält nicht an. Also dann. Hasta la vista, würde ich sagen. Aber das Ding hat einen Wendekreis von
RC-Car, keine Ahnung. Auf jeden Fall schneller als so manch andere. Dafür ist es halt umso langsamer. Aber naja, gut. Können wir mal gucken. Das sieht schon geil aus. Man kann damit richtig geile Kamerashots auch hinkriegen. Also, muss ich schon sagen. Diese Mod ist einfach der Hammer. So, und wir bauen uns gleich mal was Eigenes, dass ihr mal seht, wie das ungefähr funktioniert. Lass mal eben kurz das Schiff hier vorbeiziehen. Junge. Krank. So, wir parken das mal ungefähr wieder hier. Ups, ne, ich wollte nicht ins Spectator gehen. So, einmal parken. Dankeschön. So, dann würde ich sagen, zeige ich euch mal, wie das hier eigentlich funktioniert. So, da unten haben wir irgendwo eine gerade Fläche. Natürlich nicht. Warum ist hier auf dem Baum? Okay, also, die Mods beinhaltet dieses Interface, und zwar VS Eureka oder Vakurian Skies Eureka. Und wir haben hier ein Ship Engine, dazu kommen wir gleich. Dann haben wir die ganzen Ship Helps, die ihr braucht, um Schiffe zu erstellen. Und ihr habt Ballons und Floaters und noch Ballaste. So, die Ballons braucht ihr natürlich, um euer Schiff anzuheben. Oder es muss nicht unbedingt ein Schiff sein, es kann natürlich auch irgendein Haus sein, es kann. Was gibt es denn noch? Ein Auto sein. Ihr könnt alles machen. Die Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Floater sind sehr wichtig, wenn ihr ein normales Schiff auf Wasser bauen wollt oder ein Hausboot bauen wollt. Ich würde sie aber nicht empfehlen, da sie momentan ziemlich buggy sind. Das zeige ich euch auch gleich mal. Und den Ballast braucht ihr, wenn ihr zum Beispiel nicht wollt, dass euer Schiff angehoben wird oder so und es weiter unter Wasser drücken wollt oder auch immer. Genau, und die Ship Engine macht einfach euer Schiff nur schneller. Je mehr ihr davon habt, desto schneller wird's. Gut. Ja, um jetzt ein Schiff zu bauen, benötigt ihr einfach die Block eurer Wahl. Aber Achtung, Holz ist leichter als Stein, ja, und Concrete ist nochmal schwerer als Stein. Das heißt, achtet da drauf, aus welchem Material ihr euer Schiff baut. Wir können das ja mal ganz kurz zeigen. Und zwar bauen wir mal kurz ein kleines, einfach eine Plattform aus Holz, eine Plattform aus Stein geht ja nicht. Das ist ein Dev-Block. Machen wir eins aus Netherite, warum auch immer. Und wir machen eins aus Smooth Stone, das müsste gehen. Wichtig ist, dass ihr erst einmal einen Block beim Boden baut. Da ansonsten das Ding, was erkennt, was euer Schiff ist, ein bisschen verwirrt ist und dann könnte es sein, dass es plötzlich den Baum anhebt. Also, das wollen wir ja nicht. So, und hier noch ein 3x3 Feld hin. So. Wenn ihr jetzt eure Plattform habt, können wir mal einen Shipper benutzen, ist es ganz egal welcher. So, wir ziehen ihn jetzt hier hin. Ihr macht Shift-Rechtsklick drauf und könnt damit Assemble drücken. Und damit wird euer Schiff erstellt. Und schon seht ihr, haben wir eine Plattform, die wir bewegen können. So, ihr seht, wenn ich Leertaste drücke, passiert nichts. Wir heben nicht ab. Okay. Wir nehmen uns jetzt mal zwei Ballons. Und seht da, wir können schon fliegen. Oh, wow. Gut, ein bisschen buggy. Ach, mein Gott. So, dann probieren wir es gleich mal mit Netherite. Ich hoffe, Netherite ist nicht auf der Blacklist, ansonsten haben wir gleich ein Problem. Ne, ist es nicht. Und ihr seht schon, dadurch, dass das ja ordentlich Gewicht hat und auf der Kante stand, ist es jetzt auch ein bisschen schief, weil es ja gerade so auf der Kippe steht. Wenn wir damit jetzt fliegen wollen, seht ihr, geht auch nicht. Wir können es zwar drehen und alles. Oh, fuck. Oh nein. Oh nein. Oh oh. Eine falsche Bewegung und wir fallen runter. Alles? Das sieht ganz lustig aus. Na komm, und? Ach, weil der Schiphelm dran ist. Also, sobald ihr den abbaut, wird halt zu einer vollen Entity, ne? Also, sprich, wenn ich den jetzt abbaue. Fallen wir hier runter. So, dann platzieren wir ihn nochmal wieder dran. Wir wollen ja schließlich uns wieder hinstellen. So, ja. Lass uns mal ganz kurz eben gucken. Das Ding hier wieder gerade kriegen. So, genau. Wenn wir jetzt zwei Ballons drauf platzieren, werdet ihr sehen, wir können es immer noch nicht anheben. Platzieren wir vier Ballons. Immer noch nicht. Platzieren wir acht Ballons. Immer noch nicht. Dann bauen wir uns mit Ballons ein.
Da habe ich noch nicht mitgezählt, wie viele es sind. Und jetzt glaube ich, oder? Immer noch nicht. Also ihr seht, Netherite ist wirklich das Schwierigste, glaube ich, der Materialien, sogar das es hier gibt. Dann machen wir es halt ein bisschen größer, noch mehr Ballons. Ihr seht, um Holz anzuheben, braucht ihr die zwei Ballons. Um Netherite anzuheben, mein Gott, leckt doch nicht so rum, braucht ihr noch mehr als das. Boah, Alter. Okay, jetzt bin ich auch gerade selber überfragt, wie viele wir hier brauchen. Wahrscheinlich gefühlt ein Stack oder so. Also Fakt ist, verschiedene Blöcke haben verschiedene Gewichte und brauchen auch verschieden viel, ja, Ausgleich, kann er jetzt kann fliegen, verschieden viele Ausgleichsblöcke, um sie anzuheben. So, jetzt sind wir wieder hier, hallo. Gut, dann probieren wir das gleich jetzt noch mit Smoothstone, das ist ja, ich weiß glaube nicht, wie viel man dafür braucht, das sehen wir jetzt. So, probieren wir es mal erstmal mit 4. Nee, okay, vielleicht so viel. Ja, okay, das reicht schon, seht ihr? Ihr habt jetzt mal den Vergleich... Mein Gott. Ignoriert das, ich habe da besser Third Person drin. Holz, zwei Blöcke. Stein, minimal so viel. Und Netherite, ja. So viel zu der Mechanik. Gut, ja. Dann kommen wir zu einer Sache. Und zwar mit Wasser. Haben wir hier irgendwo Wasser? Ich glaube nicht. Nicht wirklich, schade. Ah doch, hier. Guck mal. Was ich euch zeigen werde. Und zwar die Floater. Floater sind schon eine ziemlich lustige Sache. Normalerweise macht ihr das folgendermaßen. Ihr könnt nämlich aus einem Block euer Schiff ausbauen. Also, ihr benutzt einen Block. Und assembelt den. Und wenn er auf dem Boden liegt, könnt ihr ihn ja bebauen. So, aber wir machen jetzt erstmal den Floater hier aufs Wasser. Und ihr werdet sehen, Floater sind bisschen bouncy, was das angeht. Also, ja, die bouncen sehr gerne auf Wasser. Das Problem ist nur, wenn ihr jetzt diesen Chiphelm abbaut, dann... Die haben ein bisschen falsche Physik noch. Oh Gott im Himmel. Also ihr seht, das Ding, das, ja, okay, das geht erstmal Richtung Höhle. Also das Teil ist abgrundtief kaputt. Also die Floater am besten nicht benutzen. Aber ihr seht, ihr könnt mit dem Teil immer noch interagieren, indem ihr einfach Blöcke vor ihm platziert oder irgendwas in ihn reinbaut. Ihr könnt es damit verschieben. Er geht ziemlich lustig. Floater, ziemlich buggy. Gut. Ja, dann mal kurz überlegen. Ja, ihr könnt rein theoretisch Sachen, die ihr schon gebaut habt, auch fliegen lassen, aber ihr müsst dann natürlich genauso viele Ausgleichsblöcke platzieren. Also sprich, da das Schiff hauptsächlich aus Holz besteht, hätten hier bestimmt 8-9 Ballons gereicht. Aber einfach fürs Design haben wir dann die ganze Wolle, die hier war, mit diesen Ballons ausgetauscht, damit es schön aussieht. Und ihr seht, diese Steindinger gehen auch noch. Ihr könnt sogar hier Farm reinbauen, ne? Farmland und alles. Richtig cool. Ihr könnt allgemein einfach mit ganz vielen Blöcken interagieren. Es ist einfach genial. Ja, diese Mod hat es auf jeden Fall in sich. Und wenn ihr sie auch spielen wollt, ich packe euch das Modpack in... Kann ich euch das Modpack reinpacken? Oder ich packe euch einfach die einzelne Mod in die Videobeschreibung. Und dann zockt sie an. Spielt damit rum. Es ist sehr geil. Es ist natürlich jetzt noch nicht Create Aeronautics. Es ist, sage ich mal, wie ich es finde, eine Ersatzversion erstmal dafür, um zu sehen, wie es sich anfühlt. Und ich muss sagen, das fühlt sich schon ziemlich geil an, mit so Schiffen durch die Luft zu fliegen und, boah. Vor allen Dingen ist das Geile, wenn ihr nämlich... Was ist da unten? Achso, das sind die Plattformen. Vor allen Dingen ist das Geile, wenn ihr ein Schiff habt und es dann einfach... straight oder einfach fliegen lasst, also diesen Crossman aktiviert. Ihr könnt es ja, es fliegt die ganze Zeit. Es braucht ja kein Treibstoff oder so. Das heißt, ihr habt einfach eure Base, könnt damit durch die Welt fliegen und so Minecraft erkunden. Ich finde es einfach genial. Gut. Aber ich würde sagen, dann war es das auch schon für dieses Video. Ich will hier nicht viel drum um den heißen Brei herumquatschen. Das heißt, macht's gut. Bis zum nächsten Video und ciao. Euer Red Gamer.